Ich werde Ihnen heute etwas erzählen und zeigen zum Begriff der geometrischen Phasen. Das ist ein sehr abstrakter Begriff und lassen Sie mich etwas ausholen. Ich hatte die Gelegenheit, damals als junger Assistent von Professor Rauch, dem Pionier der angewandten Quantenphysik in Österreich, dem Erfinder der sogenannten Neutroneninterferometrie, mit dem es erstmals möglich war, bis heute großteils konkurrenzlos, mikroskopische Objekte wie Bausteine des Atomkerns so weit aufzuspalten, was klassisch gar nicht möglich ist, dass ein Teilchen an zwei Orten zugleich auftaucht, ein und dasselbe Teilchen, dass man das experimentell realisieren kann. Und eines der ersten Experimente dazu, das damals sehr spektakulär war und bis dahin eigentlich als unmöglich zu realisieren gegolten hat, ist uns 1975 gelungen, gemeinsam, auch Anton Zeilinger war da dabei, der schon ein paar Jahre länger bei Herrn Rauch gearbeitet hat, dort in der Gruppe haben wir ein Experiment gemacht in Grenoble, am bis heute größten Forschungsreaktor der Welt, wo wir das tatsächlich mit dem Interferometer zeigen konnten, dass das Neutron folgende Eigenschaften hat: Wenn man das einmal herumdreht, kriegt, wie der Physiker sagt, seine Wellenfunktion einen Phasenfaktor minus 1. Das würde jetzt im übertragenen Sinn klassisch bedeuten, ich hätte mein Herz links, das ist jetzt keine politische Aussage einmal gemeint, sondern wo das lokalisiert ist, in der linken Körperbereich, und ich drehe mich einmal herum, dann wäre es rechts nach einer vollen Drehung. Und ich müsste mich zweimal herumdrehen, dass es wieder am ursprünglichen Ort ist. Das ist nicht etwas, was jeglichen Anschauung, jeglichen Hausverstandsüberlegung widerspricht. Trotzdem, in der Quantenphysik, aus den Teilchen, aus denen alles besteht, Neutron, Proton, Elektron, ist das so. Das kann man sich jetzt hier nicht vorführen. Erstens kann man, die Teilchen sind ja viel zu klein als Baustein, als Atomkern. Ein Neutron ist etwa als Teilchen 10 hoch minus 15 Meter groß. Aber ich zeige Ihnen anhand dieser Krawatte, dass es dieses Konzept auch im täglichen Leben gibt. Wenn man sich Krawatte, ist eine schöne TU-Krawatte, hat hier das Emblem TU Wien auf der Vorderseite. Und ich mache jetzt einmal eine halbe Drehung mit dieser Krawatte, setze fort, dass ich jetzt eine volle Umdrehung habe. Jetzt ist das wieder vorne in Richtung Kamera. Aber wir drehen weiter. Eineinhalb Drehungen, zwei volle Drehungen. Sie sehen, diese Krawatte ist ordentlich verdreht. Und ich zeige Ihnen, das kann man rückgängig machen, ohne irgendeine Drehung, nur durch parallel verschieben. Ich gebe das jetzt hier zu meinem Körper. Das schaut immer in die Richtung der Kamera, wird nicht gedreht, kann man beliebig langsam machen. Diese Seite ist immer in der gleichen Richtung. Und Sie sehen, es ist jetzt aber weg. Hätten wir im Gegenteil nur einmal gedreht, also eine halbe Drehung, eine volle Drehung, und wir machen genau das Gleiche nochmals, dann merken wir, es ist verdreht. Wir haben also dieses Verdrehen durch Weiterdrehen in dieselbe Richtung ungeschehen gemacht. Jetzt kann man sagen, na gut, das ist doch eigentlich nichts anderes als das berühmte Möbiusband. Stimmt, und die Idee von mir ist eigentlich nur, nehm dazu eine Krawatte. Und ich habe dazu, gibt es auch ein kurioses Erlebnis. 1996 war das, bei einem Vortrag, dem eingeladen in Osaka am Kansai Airport, vor etwa 1500 Personen, habe ich am Ende meines Vortrags, das war der letzte Vortrag vor dem Buffet, das vorgeführt. Was ist passiert? In Japan, die Männer, es gibt praktisch keine Japaner ohne Krawatte, die haben dann alle vor lauter Begeisterung Krawatten gedreht, ja. Aber es hat dann nichts funktioniert natürlich, wenn man das nicht ein bisschen sich übt. Und das war natürlich ein tolles Erlebnis. Die haben vor lauter Begeisterung haben die aufs Buffet vergessen. Kann man sagen, na gut, schön, aber nutzlos. So ganz ist es nicht. Diese geometrischen Phasen, die da dahinter stecken, auch da konnte kürzlich gezeigt werden, auch mit Neutronen von der Gruppe von Helmut Rauch und Kollegen, dass diese geometrischen Phasen viel störunanfälliger sind, viel unempfindlicher gegenüber den üblicherweise verwendeten in der Informationsübertragung, die verwendeten zeitabhängigen sogenannten dynamischen Phasen. Jetzt kann man mit Fug und Recht davon ausgehen, dass in Zukunft, Stichwort Quantencomputer und diese Dinge, dieses Konzept eine wichtige Rolle spielen wird und verwendet wird. Natürlich sind dann dort keine Krawatten eingebaut, aber die Idee dahinter.